Spieler treffen sich im Park, Sonntagnachmittag. Und bald überall trat man gegen den Ball, am Sonntagnachmittag. Die Leute von früher waren auch fiese Typen, deutschnational und auch Antisemiten. Und ihnen missfiel das englische Spiel, und sie wollten den Fußball verbieten. Die Leute von früher, sie turnten verbissen, sie waren freundlos und zornig und überhaupt sehr verkniffen. Vom Sport neuer Art zu spielen im Park wollten sie deshalb nichts wissen. Doch die Gentleman-Spieler treffen sich im Park, Sonntagnachmittag. Und bald überall trat man gegen den Ball, am Sonntagnachmittag. Das ist nur eine Mode und schnell vorbei, das dachten die Bürger um 19.03. Doch Arbeiterschüler und die Gentleman-Spieler, sie liebten die Fußlümmelei. Und die Gentleman-Spieler treffen sich im Park, Sonntagnachmittag. Und bald überall trat man gegen den Ball, am Sonntagnachmittag. Kosmopoliten, dabei sehr modern, das sah man in Deutschland damals nicht gern. Und auch Fußball hat Stil, und es dann gefiel, und man konnte sich nicht gegen wehren. FC Brunsviga, First Vienna, Hamburger FC, Britannia, FC Victoria, FC Harmonia, FC Harmonia. Und die Gentleman-Spieler treffen sich im Park, Sonntagnachmittag. Und bald überall trat man gegen den Ball, am Sonntagnachmittag. Die Gentleman-Spieler, ja, die Gentleman-Spieler, ja, die Gentleman-Spieler, ja, die Gentleman-Spieler.